Ciao, ich bin Paolo. Meine Mutter kommt aus Italien, aus Neapel. Ich bin im italienischen Haushalt aufgewachsen, das heißt, ich weiß, wie die allerbeste Pasta schmeckt. Jetzt werden mich drei Müssen bekochen und bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Mal schauen, wer die beste Pasta hat. Hallo, ich bin die Natascha. Ich bin die Julia. Ich bin die Verena. Heute koche ich eine klassische Pasta Schutta, weil man nicht viele Zutaten braucht und sie immer super lecker schmeckt und es voll schnell geht. Kochen gehört zu meinen Leidenschaften. Vor allem koche ich gerne für mich und meine Freunde, und meine Freunde lieben das, was ich koche. Und heute werde ich mal etwas Exotisches ausprobieren. Ich werde in die Pasta Schutta Orangen, Rosinen und Rotwein hineingeben, damit das alles so einen exotischen Touch bekommt. Kochen ist meine Leidenschaft und ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren. Da bei Pasta nicht immer Fleisch dabei sein muss, dachte ich mir, ich nehme knackige Zucchini, saftige Tomaten und Oliven und mache ein super Gericht draus. Pasta vegetarisch. Ciao. Hallo. Wie isst du eigentlich deine Spaghetti? Mit Gabel, mit Löffel oder schneidest du sie? Ich esse sie mit Gabel, wie ein echter Italiener. Ah, perfetto. Und was glaubst du, wie viele Kilogramm Pasta isst ein Italiener im Jahr? Puh, so 10 bis 12 Kilo. Ah. Wenn wir am Lungo Mare in Neapel spazieren gehen, wo dürfte ich dich küssen? Keine Ahnung, bin so raus. Darf ich mal schauen, wie groß du bist? Klein, aber fein. Wie würdest du meine Nonna begrüßen? Ich weiß nicht. Vielleicht so. Ah, okay. Darf ich mal deine Haare angreifen? Ja. Ah, sehr schöne Locken. Dankeschön. Und was glaubst du, welche Zutat darf niemals in eine originale Carbonara gehören? Ich glaube, das ist Obers. Ja, Obers ist ganz richtig, ne? Und über welche Pasta würdest du, oder darf man eigentlich keinen Parmesan geben? Puh, keine Ahnung, ich glaube, das ist Geschmackssache, aber über Fischpasta will ich keinen Parmesan geben. Ja, ganz mein Geschmack. Dürfte ich mal deine Hände anfassen? Ja, aber die sind jetzt voll mehlig. Das ist okay. Okay. Etwas von meiner Pasta kosten. Sehr gerne. Die Nudeln wollen nicht. Sehr klassisch, ja. Man schmeckt das sehr, sehr gut heraus. Aber auch würzig, was macht. Sehr gut. Was ist da drinnen? Aber es auch bitter macht. Ne? Orange, die macht das alles etwas bitter. Wow, endlich darf ich eure schönen Gesichter sehen. Ja, alle drei waren wirklich sehr, sehr gut, aber ich musste mich leider für eine entscheiden. Und das war die Pasta mit den Rosinen und Orangen. Ja, das bin ich.